1 des Auswärtsdoppelpacks am 32. und 33. Spieltag führt ins schöne Hessen zur Eintracht nach Frankfurt und macht das Dutzend voll. Es ist das 12. Liga-Aufeinandertreffen zwischen TSG und SGE. Ein Gastspiel bei heimstarken Gastgebern. Sehr, sehr offensiv starke Mannschaft, die allerdings natürlich auch ein paar Gegentore mehr bekommen hat. Aber ich glaube, relativ gefährlich auch gegen diese Truppe, gegen diese Mannschaft zu spielen, weil sie natürlich vor allen Dingen zu Hause auch extrem stark ist. Ich glaube, 9 Spiele in Folge jetzt zu Hause auch nicht verloren. Stimmt genau. Letzte Heimniederlage der Eintracht am 11. Spieltag. Lang, lang ist's her. Allerdings wartet man am Main auch bereits seit 6 Ligaspielen auf einen Sieg. 4 Niederlagen und 2 Remis stehen zu Buche. Mal beim Trainer nachfragen. Aber Hoffenheim jetzt auch kein dankbarer Gegner, weil die haben ja nun einen Mördersturm, wenn der funktioniert. Haben Sie im Moment irgendwo das Gefühl, dass es einen dankbaren Gegner gibt? Also ist es so vollkommen egal, ja, gegen wen wir spielen. Wir müssen das Bestmögliche aus uns rausholen. Das ist wichtig. Hat ja zuletzt nicht so gut geklappt. Wir wissen auch, dass sie die letzten Wochen nicht so gut getroffen haben, ja, was ihre eigentliche Stärke war, wahrscheinlich auch durch das Fehlen von Meier und jetzt auch von Aigner im letzten Spiel. Deswegen glaube ich, da wird die Eintracht bestimmt alles dran setzen, den Spieß wieder umzudrehen und eine gute Heimvorstellung abzuliefern. Aber nicht nur vorne klemmt's bei der Eintracht. Sie ist mittlerweile so etwas wie die Schießbude der Liga. Satte 60 Gegentreffer in 31 Spielen, macht 1,9 im Schnitt. Und dann kommt da ausgerechnet dieser Gegner mit dem Zitat Mördersturm. Ja, ein sehr schweres sicher mal, aber wir sind heimstark. Wir müssen nicht lange drum reden oder diskutieren. Es müssen 3 Punkte her und fertig. Lange reden ist nicht in Frankfurt, macht ja nichts. Für die TSG geht's darum, noch einmal zu klettern. Im besten Fall von Platz 8 an aufwärts. Insgesamt glaube ich ein gefährlicher Gegner. Ja, wo man immer auf der Hut sein muss, weil sie zu keinem Zeitpunkt, egal welche Spiele ich gesehen habe, ein Spiel verloren geben, sondern immer mit unglaublichem Engagement nach vorne spielen. Und das wird sicher eine große Herausforderung. Auch weil es leichte Gegner in der Bundesliga eben nicht gibt. Was es gibt, angenehmere Auswärtsspiele als die bei Eintracht Frankfurt.